Okay, Freunde von den Monitor-Monitorinnen. Wir sind zurück bei Arcania. Und wir befinden uns auf Burg Silbersee. Da werden wir uns ein bisschen umschauen. Mal schauen, was die Silberseeler so wissen. So, es regnet wieder. Dauerzustand. Ja, pass auf, mein Radar. Jetzt sagt Domi. Achso, das ist sie wieder. Pass auf, das war doch die. Mit der Medizin. Seht das? Gunda. Die mit den Heilnüsse. Und dann habe ich noch der Ehre zu viel. Trifft Giltor. Ja, pass auf, Gunda. Wächst der Medizin. Was darf sein? Denk bitte an die Heilnüsse. Die Verwundeten können nicht länger warten. Baby, keine Panik. Ich hab's dabei. Ich hab die Heilnüsse. Hier, nimm. Vielen, vielen Dank. Daraus können wir genug Heilsalbe für alle Verwundeten machen. Na also. Kannst du dieses Rezept gebrauchen? Ich habe es in der Burg gefunden. Ein Rezept? Kein Gold? Pass auf, was retten Sie da? Was machst du hier? Ich pendle zwischen Tushu und Stuark. Aber die Orks wollten mich überfallen und ich musste zurück in die Burg fliehen. Jetzt warte ich darauf, dass jemand den Orks Manieren beibringt. Aha, eine Pendlerin. Die Orks sind frech geworden? Ich kenne sie schon jahrelang und eigentlich sind sie immer friedlich gewesen. Hin und wieder haben sie mir etwas Met abgekauft. Seit ein paar Monaten sind sie aggressiv geworden. Der Überfall vor ein paar Tagen war der traurige Höhepunkt. Erzähl mir von dem Überfall. Ich bin mit meinem Karren auf der Straße Richtung Tushu gefahren. Da sind sie aus dem Wald gestürmt. 4-5 Orks. Knüppel in der einen Hand, Schnapsflasche in der anderen. Sie sind über ihre eigenen Beine gestolpert und haben was von Überfall gegrölt. Dann habe ich eine zweite Gruppe gesehen, weiter unten auf der Straße vor mir. Ich habe meinen Karren gewendet und bin zurück zur Burg. Ein betrunkener Ork ist lächerlich. Viele betrunkene Orks sind gefährlich. Was willst du jetzt tun? Ich werde den Leuten hier helfen, so gut ich kann. Wenn die Gegend wieder sicher ist, nehme ich meine Geschäfte wieder auf. Hast du Giltor gesehen? Der Kastellan ist in der Zitadelle, oben am Kamin. Hier soll es ein Archiv geben. Ein Archiv? Meinst du etwa den Keller? Den mit den vielen Büchern? Da kommt man nur mit der Erlaubnis des Barons rein. Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Ja, pass auf, bevor ich mir die Erlaubnis hole. Aktuell Hobby, 2054 Gold. Goldholzbeil. Rostiger Biedenhändler. Eine Mistgrube. Ja, pass auf. Ja, ich sollte vielleicht wieder was wegwerfen, ha? War ich gar nicht. Flammenberge. Schaden 19, weg damit. Ein Barbarenschwert. Mit Schaden 34. Ist das besser als meine Keule? Die Streitaxt. Ja gut, den behalte ich mal. So, wie schaut denn aus? Was haben Sie? Pfeile? Wann ich habe Pfeile nötig, nicht, oder? Die Rune des Erzstoßes. 2500. Bandagen habe ich selber. Ich habe mein eigenes Klopapier. Pass auf, die Rede war von einer Gruppe alkoholisierter Orks. Ich glaube, den muss man mal Manieren beibringen. Wer ist das doch? Der Velgard. Wie schaut denn das, Velgard? Hast du was? Nee, gut, oder? Wobei, eine Henkersaxt. Ja, pass auf, im Moment habe ich meine Keule. Kalter Hass. Mit Schaden 24. Na gut, wie du mit Plaudern. Bursche, was gibt es zu gucken?
Ich würde mir gern deine Waren ansehen. Pass auf seine Waren. Ein Stuarker Schild. Die Geheimnisse der Schmiede. Stahl. Wobei, meistens bringt das gar nicht, gell? Scheißtreff. Du bist Schmied? Schlaues Bürschchen. Ich bin beeindruckt. Natürlich bin ich Schmied. Der Beste, den du zwischen Stuark und Setarif treffen kannst. Seit vielen Jahren im Dienst der Baronie Silbersee und seiner Lordschaft. Seine Lordschaft hat Probleme, habe ich gehört. Bei meinem Amboss-Bursche, das kann man wohl sagen. Die Orks haben ihn geschnappt und verschleppt. Es ist eine himmelschreiende Schande. Aber die Orks sind doch friedlich, oder nicht? Das haben wir auch gedacht. Jahrelang haben die Faulpelze in ihrer Höhle gehockt und keinen Mucks von sich gegeben. Bis Erhag gekommen ist. Erhag und seine Kumpanen. Was weißt du über Erhag? Erhag ist ein Orkkrieger aus Myrtana. Er ist eines Tages mit seiner Bande hier aufgetaucht und wollte den faulen Stamm auf Vordermann bringen. Das hat unserem Herrn nicht gefallen. Also hat er Erhag in einen Käfig der Büßerschlucht gesteckt. Die Büßerschlucht ist eine Art Gefängnis, oder? So ist es, Bursche. Dort landen die Leute, die sich hier daneben benehmen. Was ist mit Erhag passiert? Nach ein paar Monaten hat Lord Garvan Gnade vor Recht walten lassen und Erhag in die Freiheit entlassen. Eine Dummheit, wie wir jetzt wissen. Erhag hätte seinen Käfig nie mehr verlassen dürfen. Was hat Erhag getan? Lange Zeit war alles ruhig. Dann ist unser Herr in die Schlacht gezogen. Kaum hatte er die Burg verlassen, ist Erhag vor den Toren aufgetaucht. Mit dem ganzen Stamm. Was wollten die Orks? Die Burg einnehmen. Bursche, was sonst? Aber bei meinem Amboss, wir haben ihnen gezeigt, wie die Leute vom Silbersee kämpfen. Ha! Ein paar lausige Orks können unsere Burg nicht einnehmen. Und wie ist Garvan in Gefangenschaft geraten? Er war auf dem Rückweg vom Schlachtfeld, hatte kaum Männer um sich und alle waren müde und schwach. Sie sind den Orks in die Arme gelaufen. Wir konnten nichts tun. Vor unseren Augen haben sie Lord Garvan umzingelt und überwältigt. Warum tut jetzt niemand was, um Lord Garvan zu retten? Bursche, schau dich mal um. Was siehst du? Lahme, schwache, Verwundete und Weiber. Wer soll ausrücken und die Orks angreifen? Ich? Ich mache Waffen, ich führe sie aber nicht. Wo finde ich Giltor? Den Kastellan? In der Zitadelle, Bursche. Einfach die Treppe hoch. Das Silbersee-Archiv. Es ist hier in der Burg, richtig? Nein. Es ist da draußen, im Silbersee. Kannst doch schwimmen, oder? Hör mal. War nur ein Witz, Bursche. Klar ist das Archiv hier. Frag den Kastellan. Ja, der Welkert. Ein Witzbold. Pass auf, der sucht die Treppen auf. Welche Treppen? Wahrscheinlich da drin, oder? Pass auf, Radar sagt du eine. Was haben wir da hinten noch? Mit jetzt mal abräumen. Eine Säge. Nimm mit. Wie du es euch auf, geh. Pass auf, da haben wir nix. Da haben wir. Elixier der Stärke, her damit. Brauche ich. Fackel mehr mit. Ein Rezept. Eine Kiste? Nein. So, da haben wir ein Jagdpfeil. Immerhin. Besser als gar nichts. So, warte mal. Meine Rezepte, wo waren denn die? Scheiße, wie ist die gegangen? Da waren's.
Na warte mal, doch kann ich craften. Rezepte, da sind's. Ein Feuerball. Mana-Tränke. Pass auf, das hab ich doppelt. Sollte bei Gelingen verkaufen. Jeder, ha? Mit der Blechbüchse auf dem Kopf. Sind wir da erinnert? Was haben sie denn da? Rostiges Klump. Mana-Trank. Und da steht der Gildtor. Scheiße, warte mal. So, eine Innu-Statue. So, ich gar nicht. Aber soll er, da pennen soll ich. Bald auf Klopapier. Gegrilltes Wild. Nehmen wir mit. Ah, meine Schulter. Meine Schulter? Ja. Sie hängen rum. Da geht wahrscheinlich ins Archiv, habe ich das um. Schätze mal. Warte auf Enos. Da geht's wieder zu Yamafe. Ja gut. Ich bleib doch mal mit ihm. Ah, meine Schulter. Ja. Ah, meine Schulter. Ja, ist ja gut. Was willst du? Was kannst du mir über die Schlacht erzählen? Kein Krieg ist schön. Aber was in Bluttal passiert ist, sowas habe ich noch nicht erlebt. Eine Katastrophe. Eine verdammte Katastrophe. Wie ist es zu der Katastrophe gekommen? Lord Hagen war uns überlegen und wir waren in ein Rückzugsgefecht versteckt. So weit, so gut. Alles kein Drama. Aber auf einmal sind Steine vom Himmel gefallen, wie dicke, fette Regentropfen. Ein eiskalter Wind hat sie begleitet, als hätte Belia persönlich vom Berg gerülpst. Panik und Chaos haben sich breit gemacht. Jeder ist um sein Leben gerannt. Wer war für den Steinregen verantwortlich? Das waren bestimmt die Paladine, die mal wieder mit Magie rumgespielt haben. Aber der Pfeil ist in die falsche Richtung geflogen. Ihre Verluste dürften höher sein als unsere. Du hast von Magie gesprochen. Was meinst du damit? Es war so. Gerade hatte mir einer dieser Steine die Schulter zerschmettert. Ich bin gestürzt. Da tut es neben mir einen Schlag und ein gewaltiger Schädel kracht auf das Schlachtfeld. Eine grässliche Fratze. Ich habe mich aufgerappelt und bin nur noch gerannt. Was ist aus Lord Gawain geworden? Wie gesagt, auf dem Schlachtfeld herrschte Chaos. Jeder ist um sein Leben gerannt. Ich habe unseren Herrn nicht mehr gesehen. Hey, ja, der Kador. Ein Bauchredner-Profi. Pass auf, will mir aufschauen. Zu Gildtor. Verschlossen. Pass auf, eine leere Schriftrolle. Die glaube ich ihm. Die brauche ich für meine Notizen. Warte mal da. Eine Salami. Nimm mit. Ich bin unterwegs. Ja, pass auf, Kastellan. Wie schaut denn aus? Da bist du ja. Hast du Doran zurückgebracht? Bei der Hand genommen habe ich ihn nicht. Aber ich habe ihm die Standarte besorgt und er hat versprochen, zur Burg zurückzukehren. Das ist eine gute Nachricht. Dann lass uns jetzt über dein Anliegen sprechen. Was kann ich zum Dank für dich tun? In eurer Burg soll es ein altes Archiv geben. Ich würde es gern besuchen. Den Zutritt zum Archiv kann dir nur Lord Gawain gewähren. Du weißt doch sicher, wie man eine Tür aufmacht. Ohne die Erlaubnis meines Herrn sind mir die Hände gebunden. Und jetzt? Vielleicht hast du schon davon gehört. Unser Herr befindet sich in einer misslichen Lage. Die Orks haben ihn verschleppt. Ja, ich weiß. Ein schlechter Witz. Sie haben ihn überwältigt, als er schwach und verwundet vom Schlachtfeld zurückgekehrt ist. Wir konnten nichts dagegen tun. Wenn du uns helfen würdest, Lord Gawain zu befreien... Schon gut. Wo sind die verdammten Orks? Sie leben in einer Höhle im Süden unserer Burg. Ich komme mit Gawain zurück. Oder gar nicht. Wenn du über die Brücke ins Orkgebiet willst, brauchst du die Losung für die Wachen. Sie lautet... Nichts ist so gülden wie die silberne Ehr.
Noch eins. Was kannst du mir über das Archiv erzählen? Wie alt ist es? Alt. Uralt. Die Schriften sind viel älter als die Burg, die erst von Robar II. Errichtet wurde. Von Robar II.? Dem letzten König von Myrtana? Ja. Damals hat Lord Tronta hier in seinem Namen regiert. Wir Setarifa haben dem ein Ende bereitet. Nun herrscht Lord Gawan auf dieser Burg. Der Bruder von Esorn VI. Ja gut, auf jeden Fall werden wir jetzt mal die Worksaf mischen. Verdammter Krieg. Pass auf. In einer Höhle sind die Hausen. Die besoffenen Orks. Pass auf, was sagt denn du? Eine Quest? Na gute Frau, wo steht noch? Hallo. Semele. Willst du etwas für die Verwundeten tun? Ja, wenn du so fragst, eigentlich nicht. Wie kann ich helfen? Weit im Süden von hier, in der Wildnis hinter dem Silbersee, gibt es einen Tümpel. Dort wächst Teichkraut. Vielleicht bist du ja sowieso dort in der Gegend unterwegs und kannst ein paar Büschel mitbringen. Gold habe ich keins, aber ich könnte dir etwas über Tränke beibringen. Wenn ich in der Gegend bin, halte ich die Augen nach deinem Kraut offen. Eigentlich suche ich Lord Gawan. Hast du noch nicht von den schrecklichen Ereignissen gehört? Unser Herr ist den Orks in die Hände gefallen. Wir sind alle in großer Sorge. Ich dachte, die Orks sind friedlich. Das haben wir auch gedacht. Doch kaum war Lord Gawan mit seinen Männern zum Bluttal ausgerückt, haben sie die Burg belagert. Ein großer Ork hat sich vor dem Tor aufgestellt und verlangt, dass wir uns ergeben. Was für ein großer Ork? Ich habe den vorher noch nie gesehen. Er scheint der neue Anführer der Orks zu sein. Ein furchtbares Wesen. Wir hatten alle Angst. Es gibt da diese Geschichte. Die Orks haben die Burg belagert? Ja, wir mussten alle auf die Zinnen. Nach ein paar Tagen waren sie auf einmal verschwunden. Sie haben Lord Gawan gefangen genommen. Was für eine Geschichte meinst du? Am besten sprichst du mit unserem Schmied Velgard darüber. Er weiß mehr. Warum hat niemand Gawan geholfen? Schau dich doch mal um. Die Burg ist voller Verwundeter. Wer sollte denn vor die Tore eilen und dem Lord zur Seite stehen? Ich? Ich bin Heilerin, keine Kriegerin. Wir konnten nur tatenlos zusehen. Wenn Kraglan schon nicht in die Schlacht zieht, hätte er wenigstens die Burg verteidigen können. Was hat Kraglan mit dem Angriff der Orks zu tun? Mein Bruder hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Er hat Lord Gawan die Gefolgschaft verweigert und sich in den Wäldern versteckt. Das steht einem Gildenmeister nicht gut zu Gesicht, finde ich. Das war feige. Was weißt du über die Schlacht? Nur das, was ich von den Verwundeten höre. Robar hat einen Dämon beschworen, um Lord Gawan zu besiegen. Aber die Götter selbst waren auf unserer Seite und haben Steine vom Himmel geschickt. Der Dämon wurde vernichtet und Robar musste fliehen. Erzähl mir mehr. Sprich mit Kador. Der war dabei. Wie geht es eigentlich deinem Sohn Kilian? Kilian? Dem geht es gut. Du bist sein Retter? Ich hatte ja keine Ahnung. Wie soll ich dir nur danken? Na gut, Frau, wie schaut das mit Gold? Ich glaube, die auch konnte, oder? Wo ist denn der Vater des Jungen? Der Nichtsnutz hat uns schon vor Jahren hier sitzen lassen und ist nach Norden gegangen. Da soll er auch bleiben. Wir kommen gut alleine zurecht. Grüß dich, junger Mann. Ja gut, ich seh schon. Alles ausreden. So, was war denn der Schmied? Na, Bursche? Gefällt dir meine Arbeit? Ja, von dir könnte ich noch was lernen. Lass dich anschauen. Weißt du, wie man Hammer und Amboss benutzt? Ich denk schon. Tatsächlich? Nun, Bursche, ich habe eine Aufgabe für dich. Besorg mir mein Skizzenbuch und ich werde dir ein paar Kniffe beibringen. Wo finde ich dein Skizzenbuch? Im Süden der Burg steht ein alter Wachturm. Dort bin ich gerne gesessen und habe an meinen Entwürfen gearbeitet. Aber eines Tages sind die verlausten Orks gekommen und haben mich vertrieben. Bei meinem Amboss, dieses elende Pack. Und dein Buch ist verloren gegangen? Du hast es erfasst, Bursche. Bring mir das Buch und du wirst die hohe Schmiedekunst erlernen. Ich werde nach dem Buch suchen. Tu das, Bursche. Viel Glück. Hey, ich hatte gerade die große Schmiedekunst. Ich habe nichts bringen darin. Ja, pass auf. Jetzt muss ich in die Richtung.
Ja, Mann, was sagt die Map? Da nach vorne, nee, oder? Da bin ich gekommen. Wenn dann hinten rundum.